Die Tribünen der Trabrennbahn in Wien schlagen ein neues Kapitel ihrer Geschichte ein. Wien hat man schon vollkommen auf Frühling umgestellt und in der Kreau wird das Traber-Derby gelaufen. Mehr als 70 Jahre war dieses Gebäude ungenutzt und nach dreijähriger Renovierung zu einem Büro der Zukunft umgebaut worden. Mit dem Ziel, Tradition und Innovation zu verbinden. Beim Thema Innovation geht es hier in erster Linie um die Optimierung des Bürogebäudes und damit um das Wohlbefinden der Menschen, die hier arbeiten. Die Aufgabe in diesem Projekt war es, Lösungen zum Thema Licht und Sensorik zu entwickeln. Das flexible Bürokonzept bietet die besten Voraussetzungen, um Activity-Based Working umzusetzen. Neben traditionellen, fixen Arbeitsplätzen gibt es überwiegend flexible Plätze zur freien Wahl, Fokusarbeitsplätze oder eine Bibliothek für konzentriertes Arbeiten, geräuschreduzierte Soft-Meeting-Bereiche, Projektinseln und Meetingräume für Besprechungen ergänzen das neue Bürokonzept. Um dieses Konzept zu ermöglichen, wurde beispielsweise in dieser maßgeschneiderten Stehleuchte Sensoren verbaut, die Lichtintensität, Geräuschpegel, Luftqualität, Anwesenheit und Temperatur messen können. Diese Sensoren liefern Informationen an eine Cloud, von der aus entweder automatisierte Prozesse vorgenommen oder Informationen zur Optimierung aufgezeichnet werden. So können im Alltag zum Beispiel die Belegung des Arbeitsplatzes oder das Übertreten einer gewissen Lautstärke am Arbeitsplatz über Kontrollleuchten kommuniziert werden. Man kann sagen, die Zukunft ist vernetzt. Die wahre Herausforderung ist es, moderne Technologien so zu verwenden, um visionäre Konzepte wie dieses möglich zu machen.